dass ihr da seid zu unserer Kinderpressekonferenz. Das ist immer ein sehr besonderes Ereignis für uns, weil es gibt es immer nur einmal im Jahr. Und dieses Mal in sehr besonderer Location. Ein ganz authentischer Eindruck, den ihr hier kriegt. Genau. Also wir freuen uns sehr, sehr, dass wir hier sein dürfen. Vielen Dank an die Heilbronner Falken, dass sie das ermöglichen für uns. Erstmal herzlichen Dank, liebe Kinder, dass ihr da wart oder da seid. Wir hoffen natürlich, dass es euch Spaß gemacht hat und dass wir euch auch mal wieder hier im Stadion sehen. Hat es euch gefallen? Ja. Sehr gut. Vielen Dank, viel Spaß und ihr dürft loslegen. Dankeschön. Ich habe mich gefragt, wie viel denn so eine Ausrüstung wiegt, denn das ist ja schon schwer, denke ich mal. 5 Kilo vor dem Spiel und nach dem Spiel wahrscheinlich 10 Kilo. Weil es durchschwitzen, dann wird es langsam schwer und ja. Also ich heiße Jonas und ich habe mich gefragt, wie oft ihr in der Woche trainiert. Wir sind eigentlich 6 Tage die Woche auf dem Eis und dazu 2 Spiele. Ich bin Leander und sitze mit dem Spiel zufrieden. Es ist wichtig, dass wir ein gutes Spiel machen. Natürlich, es kommt ein bisschen vielleicht mehr Tore schießen. Es macht mehr Spaß für alle, aber 3 Punkte, Sieg ist nichts Besseres. Lassen Sie uns. Wir sind sehr zufrieden. Okay. Ich bin der Matteo und ich habe mich gefragt, was war Ihre schlimmste Verletzung? Ich bin Philipp und wer hat Sie dazu gebracht, Eishockey zu spielen? Ich habe einen älteren Bruder, er hat angefangen zu spielen und dann wollte ich auch unbedingt. Zicke, zacke, hey, hey, hey!